Au! Also kontern kann man die gar nicht. Scheinbar, ich habe es gerade versucht, die kann man wirklich nur, bei denen kann man scheinbar nur die Verteidigung durchbrechen. Ja, los, ein bisschen schneller stehlen. Okay. Jetzt haben Nummer Uno haben wir. Und wir haben Gold. Schlafpfeile. Yeah. Sneaker. Der nächste ist. Ach, okay. Ja, dann gehen wir einfach mal hin. Ist egal eigentlich. Fangen wir links an. Arbeiten wir uns von links nach rechts. Hector. Ja, sehe ich genauso. Wir springen mal hier drüber. Gehen hier in den Busch und dann klettern wir schnell hier hoch. Halt, stopp. Und klettern hier über den Ast, hoffen, dass er nicht kaputt geht. Nein, er geht nicht kaputt. Oh nein. Gehen hier mal ein bisschen in Deckung. So, jetzt wird's schwer. Okay. Wir gehen mal da hoch und erledigen auf jeden Fall den Scharfschützen. Der geht mir nämlich. Der wird mir so auf die Klöten gehen. Das weiß ich hier nämlich jetzt schon. Ich bin nicht hoch von hier. Der denn noch? Oh. Ja, der hat den Toten gefunden. Gibt's hier eine Glocke? Also auf jeden Fall, wenn es hier eine Glocke gibt, wird der jetzt läuten gehen. Oh, der steht noch da unten. Und hier machen wir gerade einen Adler-Aussichtspunkt. Synchronisieren. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Ja, wenig FPS, aber ich gucke mit genauso wenig und ich kann es sehen. Sieht gut aus. Einfach gut. Was ist denn da? Scheiße. Oh nein. Ich bin so blöd. Au, so mein Fuß. Ich bin echt so blöd. Jetzt bin ich ernsthaft falsch gesprungen, ey. Du musst dafür sterben, es tut mir leid. Naja. Ach, hier war ich gerade eben. Aber ich gehe da wieder links, ne? Muss ich mal wieder den Abgrund finden, der müsste eigentlich dahinter, ist der Ast. Mal gucken, ob der scheiß Scharfschütze immer noch wieder da ist. Muss man ja so sagen. Ich hätte mich auch da hochbohren können. Ich denke. Das jetzt schneller ging, wird es auch immer so Sachen. Nee. Oh, leck mich. Okay, der da oben lebt aber noch. Okay, der lebt wieder, weil der ist ja tot. Den bringen wir auch schnell um. Irgendwas war doch hier. Hier war doch. Nee, kann ich mal, das war nicht hier. Scheinbar weiter unten. War scheinbar da unten. Ah, ich mache jetzt erstmal hier die Mission. Bisschen Action. Danke. Menschliches Schild. Oh yeah. Junge. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich bin am Waffen wechseln. Nicht wundern. Ich hätte den nicht umbringen dürfen, weil während der da, seitdem ich Sniper da oben auf mich schießt. Regeneriere ich nichts. Aber nicht. Okay. Ich hätte da reingehen müssen. Okay. Einmal, zweimal.
Der zweite Schuss war ein Headshot. Ohne Ton habe ich den gerade abgeholt. Okay. Yeah. Ah, das hat weh getan. Aber nicht mir. Also von daher. Munition plündern. Und stehlen. Ich habe auch gerade Munition bekommen. Hahaha. So, das haben wir auch. Na, da will ich nicht hoch. So, jetzt ist hier noch irgendwo ein Schatz dort drin. Bäh. 6 und 22 Truhen. Allein in Nassau 22 Truhen. Wow. Ja, Salatstellung, das war mein Mikro. Dort kann ich rüber. Hier muss ich sogar mal rüber. Irgendwann mindestens einmal. Wenn ich irgendwie 100% haben wollte oder sowas. Was ich, wie gesagt, nicht erreichen werde. Weil ich ja hier, wie gesagt, das noch jetzt relativ schnell durchspielen will, weil ich das ja recht spät angefangen habe, weil jetzt schon, wie gesagt, Assassin's Creed Unity kommt. Demnächst rauskommt. Kommt in einem Monat, ne, in 2 Monaten oder sowas. Und deswegen... Deswegen beeile ich mich hier auch, ne? Also das ist auch der einzige Grund. Ja, okay, kann man so eigentlich nicht sagen, dass es der einzige Grund ist. Oh nein. Hä? Mich verarschen? Die finden mich nicht mehr. Hab ich den so weit weggeschossen? Irgendwas, was Massendamage macht? Ne, das ist ein Rauchwunder. Ja. Ah, Berserker-Pfeil. Hahaha. Ja, du musst jetzt sterben. Aufpassen. Ein Clear-Shot. Zack, die Bohne. Dass sie das immer anfangen, ey. Ich wollte gerade menschliches Schild machen. Das ist zu langsam gewesen. Oh, ab einfach. Wisst ihr, Leute, das hat den nicht gebracht. Nicht aus dem Kampf regenerieren. Headshot! Ah, also mit einem Headshot geht auch ein Schuss. Was? Okay. Oh, wie geil! Also bei dem habe ich einen Schlüssel finden müssen und den habe ich jetzt gefunden. Oh oh. Jetzt an deine eigene Granate sterben. Zack! Die Bohne, Junge! Ich bring die einfach mal alle um, ne? So, dann mache ich noch einen Konter oder auch nicht. Dann greife ich den an. Zack, die Bohne. Verteidigung durchbrochen. Weste, Leute. Diese Typen, die sind, die meinen, sie wären was Besonderes. Was? Ich hab die Verleihung durchbrochen. Hä? Okay, der ist buggy. Oder der ist an der buggy Stelle. Kann natürlich auch sein. Okay. Headshot. Du kleiner, böser Mensch. Oh, jetzt haben wir, jetzt reicht's hier aber, okay, bitte. Ah.
glaube ich, ganz frei. Also irgendwie ist das noch ein bisschen blöd zu campen hier in der Nähe vom Zaun. Aber was auch immer, das ist ein Nebenmarkt mit den Schlüssel. Ach, das ist eine Nebenmission. Okay, also das gehört gar nicht zu dem Professor. Das habe ich jetzt erst gesehen. Haha, gut zu wissen. Den Schlüssel stehlen. Natürlich mit. Das Lagerhaus plündern. Machen wir natürlich auch, ne? Weil das ist ja mehr oder weniger noch meine Insel. Ne, eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich eine freie Insel, sagen wir mal so. Das war zumindest mal bis vor kurzem eine freie Insel. Nicht vorbei. Mal gucken, was da drin ist. Was ist das? Ich schieße nicht drauf. Geplünderte Beute. Oh. Oh. So viel will, so viel. Sau geil, Leute, sau geil. Sind jetzt hier wieder Wachen. Ja. Hallöchen erstmal. Also, ich wollte euch doch eigentlich nur mal Hallo sagen. Aber ihr seid ja leider Gottes schon, wie soll ich sagen, tot. Euch ist etwas ganz Schlimmes passiert. Kann ich dann den Antrag machen? Ne, kann ich nicht. Es tut mir einfach super leid, aber ich muss euch einfach alle umbringen. Oh, oh. Der will schießen. Dankeschön. Ja, jetzt ist hier Krieg. Ich werde euch alle umbringen. Hoffe ich zumindest. Ich konter den. Naja, eigentlich war es eher eine Ausweichrolle. Weil ich ja doch dann jemand anderes angegriffen habe. Den haben wir mal die Verteidigung durchbrochen. Den haben wir schnell gecountert. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Deswegen gehe ich doch dann doch jedes Mal lieber aus dem Kampf raus. Zack, zack. Siehst du, seht ihr, Leute? Jetzt, wo hier kein komisches Teil dagegen ist, warum das nicht mehr angezeigt, wenn er angreift? Okay, ist mir doch egal. Du wirst auf jeden Fall trotzdem sterben. Oh ja. Jetzt habe ich mir mal die dicke Waffe geholt. Nein! Oh, ich hätte F drücken sollen für Spezialangriff. Außerdem habe ich jetzt immer noch nicht die Waffe, die ich, mit der ich eigentlich kämpfen wollte. Mann. You're in my sight, sweetheart. Zack, die Bohne. Warum sage ich eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich weiß nicht. Mir fällt eigentlich nicht so richtig ein, was ich eigentlich sagen könnte, deswegen. Au. Aua. Okay. Das hat wehgetan. Oh Gott, da stehen wir hier noch das vierte Pulverfass. Da habe ich jetzt auch schon über eine Stunde aufgenommen. Vier Wachen mit einem Assassin töten. Glasrohr gegen Wachen einsetzen. War ja nicht viel dazu sagen, oder? Da ist die Waffe. So, jetzt würde ich gerne noch eine Person, ich will eine Wache killen mit dem Viech hier, mit dem Spezialangriff. Ich würde gerne wissen, was das für ein Spezialangriff ist, also wie der aussieht, also wie der funktioniert, ne? Ihr wisst schon, was ich mein. Da ist der Kurier. Wie werde ich den jetzt umbringen? Ich könnte den jetzt kaltblütig erschießen.
Wenn er mich sieht, dann... Das ist der grausame Captain Kellway. Oh. Ja. Und jetzt rennt er weg. Okay. Jetzt rennt er auch noch in die andere Richtung. Ich kenne euch. Ihr seid Kellway. Ja, ich bin der Captain Kenway. Und warum rennst du denn weg, wenn ich doch so grausam bin? Wir können darüber reden, Junge. Ich kenne euch. Ihr seid Kenway, der Pirat. Nee, ich bin deine Mutter. Pirat, lauf! Ah, nix mit Ram oder so. Oh, ich glaube, das hätte ich gar nicht machen dürfen. Okay. Egal. Hab ich ja doch nicht meine Spezialattacke ausprobiert. Okay. So, wir kaufen dann jetzt mal hier. Wir gehen jetzt mal hier. Wir kaufen erstmal. Aussehen der Jackdaw Munition. Was ist das? Mörsergeschosse. Stück. Die sind toll, die Mörsergeschosse. Von denen hatte ich nämlich eins in der letzten Aufnahme, also in der inoffiziellen Aufnahme, in der Offline-Aufnahme. Ihr wisst schon, was ich meine. Habe ich nämlich damit geschossen. Das hat richtig hart Damage gemacht. Vier nach vorne gerichtet, Jagdkanon mit großer Feuerkraft. Ne, Breitzeitenkanon. Ja. 13 mittelstarker. 10, 13, 16. Plan Elite, wie viel sind das? 23. Boah, Leute. Hammer HD. Was ist das? 150 dem da. Keine Ahnung, was das ist. Triplas, nee, Rumpfbau. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kauf mir so einen. Okay. Aussehen. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Das. Egal. Mehr Kanonen, bitte. Mehr Kanonen. Sweet winds of profits. Follow your endeavors, Captain. Ja, genau. Nicht genauso, Kollege. Gut, ich werde noch diese Mission machen. Mission starten. So. Immer noch nicht. Jetzt. Die Mission werde ich jetzt machen. Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Und sollte dem Commodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Commodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Aber das ist wohl wahr. Also jemand, der abhaut, seiner Crew nicht treu bleibt, seinem Kapitän, das ist schon ein bisschen böse. Warum verfolgen? Okay. Da ausgerüstet ist es. Also die Messer. Wisst ihr schon, was ich meine? Machen aus Anpirschzonen heraus töten. Okay. Das werde ich. Für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Dann macht auch weiter. Es ist gut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Tod! Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ich jetzt auch Meinung. Ruf die beiden Männer zu uns. Hey! Oh nein. Nicht gut entdeckt. Ja, die haben uns natürlich gesehen, jetzt wo ich hier gekämpft habe.
Das war ganz klar, ich hätte nicht. Ah, ich hätte doch aufs Dach gehen sollen. Ich wollte eigentlich aufs Dach nur schnell und da habe ich es mir doch immer anders überlegt. Vielleicht nur hier und heute. Ah! So, die Bohne. Der ist schon mal tot. Ja, jetzt gehe ich mal schnell hier rüber, gehe ich Richtung. Ja, ich gehe. Ja, ich gehe nur aufs Dach. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Ach so, die reden mit den Machern dort. Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Ja, katholisch. Oh, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer schon. Wir werden sie jetzt einfach mal verfolgen hier übers Dach. Über das Dach. Scheiße, Mann! Erstens die dämliche Fliege, die hier rumfliegt. Und zweitens, warum hat der nicht beide angegriffen? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht.